Und damit willkommen zurück hier zu einer neuen Folge zum Bus-Simulator. Ich bin's natürlich, der Bio. Freue mich, dass ihr einschaltet. So, wenn jetzt da alles gut geht, haben wir jetzt die Aufgaben hier hoffentlich abgeschlossen. Müssen wir mal schauen, ob das Ganze jetzt funktioniert dementsprechend. Wir sind mittlerweile schon bei 1,7 Millionen. Ja, das hört sich nach viel Geld an. Aha. Gut gemacht. Einige Sehenswürdigkeiten haben bereits merklich höhere Besucherzahlen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Erfolg wiederholen können. In Seaside Valley gibt es einige hübsche Orte zum Spazierengehen. Aber die Flusspromenade und den Wald im Süden von Westfield sind die beliebtesten. Sowohl bei den Anwohnern als auch bei den Touristen. Also, bitte erstelle zwei Routen entlang dieser Wege, damit die Leute einfach zu- und aussteigen können. Erstelle zusätzlich eine Route, die diese Wege mit dem Lido verbindet. Nach einem langen Spaziergang würden die Leute sicher gerne am Wasser entspannen. Oh, da habt ihr gelesen. Entspannen. Nicht entspannen, sondern entspannen. Oh, genau. Genau, und wieder 5 Assfahrer und 5 Busse. Unglaublich. Und, oh, die müssen wir jetzt auch echt noch im Rundfahrmodus hier machen. Oh, wirklich. Das meine ich mit Aufgaben unnötig in die Länge ziehen. Das ist genau das, was ich meinte. Oh mein Gottes Willen. So, also wir haben Friedenskogel. Wo ist denn die gewesen? Die blinken doch alle auf. Friedenskogel, denn Westfield Wanderstiefel. Dann haben wir Steineck-Gehöff. Dann haben wir Steineck-Kirche. Steineck. Und Steineck Ost. Das sind hier 50. So, dann brauchen wir. Oh. Oh, komm schon. Mitten jetzt gerade in Aufnahme. Schön. Na, ich sehe da sowieso nichts. So, jetzt müssen wir mal Flusspromenade. 5 Bushaltestellen. Neue Strecke. Die brauchen wir. Fischgrund. Die sind Gott sei Dank nicht so lang, ja, da geht's noch. So, da brauchen wir die Siegestraße und die Römerstraße. Speichern. Und eine neue Strecke. Fischgrund. Römer.
Tja, das Problem ist, sie steht halt nicht da. Die enthält ja, die sollen halt diese Haltestellen hier enthalten. So, na gut, dann haben wir die zumindest schon mal abgeschlossen. Dann können wir die Strecke hier zumindest schon mal fahren, und zwar im Rundfahrtmodus, oder? Das war jetzt eine Rundfahrt, ne? Fahre im Rundfahrtmodus, genau. Rundfahrt ist an, Tag ist an, los geht's. So, dann können wir die nämlich hier auch schon mal. Weil habe ich jetzt auch den Fahrkartenverkauf abgeschaltet. Ja, also da nicht wundern, dass die Leute keine Tickets mehr kaufen. Das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen. Wanderstiefelstraße. So. Pardon. Ein wenig mit dem Husten zu kämpfen hier wieder aktuell. Nee, aber eigentlich sind das so die Missionen, weißt du, wo ich gesagt hätte, das dürfte man nicht unterstützen. So komplett unnötig halt einfach in die Länge gezogen. Ich meine, der Bussimulator hat ja so schon genug Aufgaben eigentlich. Nee, das hat mal nichts mit Raucher zu tun. Wiedersehen. Ich hab grad eine Nachricht bekommen. So ein schöner Tag. Das ist Beethovens Lieblingsfrucht. Ananas. Nächster Halt, Steineck. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Ja. Auweia! Ananas! Ist nicht witzig? Nicht? Dachte, es wäre ein Brüller. So, alles einsteigen. Die Fahrgäste sind ja schlimmer als in Omsi. Naja, finde ich nicht. Ananas.
Genau pünktlich. Genau pünktlich. Oh, so ein schöner Tag. Gut, weiter geht's. Ey, der Husten ist furchtbar. Alter Falter, da kann ich sogar schwitzen. Auf dem Einrad kannst du mich überholen. Da gibt's einen Film mit Jack Nicholson. Da wurden sie abgeholt. So ein Taxi oder sowas. Und erst siehst du, wie ein Motorrad das Auto überholt. Haben sich schon ein bisschen gewundert gehabt und so. Dann siehst du einen Rennfahrer, der sie überholt. Er schon so ein bisschen, was ist jetzt los? Und zum Schluss werden sie so von einem Rentner überholt. Mit so einem Wägelchen. Und wunderte sich dann und fragte dann den Taxifahrer, was passiert ist. Warum er hier jetzt immer langsamer wird. Ist er während der Fahrt dahin geschieden. Ist halt irgend so eine Komödie gewesen. Ich glaube, schlimmer geht's nicht oder sowas. Oder besser geht's immer. Irgendwie sowas. Die Zähne an sich, aber die haben sie halt richtig. Wie die halt geguckt haben halt. Ja, so dementsprechend. Was ist jetzt los? Ja, wie? Also ich weiß auf jeden Fall, dass es mit Jack Nicholson war. Brauchst du Hustensaft? Ja, ich bin schon am überlegen, ob ich zum Arzt gehe. Oder ob ich manns genug bin und einfach sage, komm, weiter zur Arbeit. Wie eigentlich geschworen hatte, Gesundheit geht jetzt immer vor. Ne? Nämlich ich jetzt vor gut 2 Jahren doch sehr, sehr, sehr dolle krank war. Trink Tee. Naja, Tee hilft auch nicht. Wenn ihr mitbekommen habt, let's play ich das Ganze nicht nur noch. Ich streame das Ganze, nehme es halt währenddessen halt ganz normal auf, so wie es gehört. Allerdings auch nicht auf YouTube, sondern auf Twitch. Nee, tut mir leid, ich muss Samstag arbeiten. Und das Ganze wird auch gar nicht gespeichert oder sowas auf Twitch. Also das ist jetzt halt wirklich nur so eine Art Live-Vorstellung. Wer dabei ist, ist dabei. Wer nicht, ja, der muss halt nicht, ne? Vielleicht für Leute interessanter, die jetzt halt keine Zeit haben, die Let's Plays zu gucken. Ja, die gucken sich dann vielleicht auf dem Wochenende dann den Livestream an oder halt umgedreht. Kann man ja denn alles so arrangieren? Ja, Fencheltee mit Honig, ja, das wäre schon eine coole Sache. Ja, morgen vielleicht. Zu meiner Verteidigung muss ich ja sagen, ich war ja auch schon lange nicht mehr krank.
Wunderbar. Steinig, Kirche. Ja gut, muss ich sagen, letztes Jahr war ich dann auch nicht krank. Danke, dass du mich daran nochmal erinnert hast, dass das Jahr gerade erst angefangen hat. Naja, nee, ich hab's schon mit rüber geschleppt. Hab schon gemerkt gehabt, dass es am Weihnachten schon anfing alles wieder. Aber das ist halt so ein komischer Husten, weißt du, kriegst du einfach nicht weg. Letztes Mal habe ich halt so doll gehustet, dass ich mir im Rippenbereich, da hat das schon echt so geschmerzt, dass ich schon nicht mehr wirklich husten konnte. Und da muss ich mir irgendwas angeknackst haben oder sowas, also das war schon echt bitter. Wäre mal was Neues auf jeden Fall mit Zeichensprache. Ich hänge hier einfach die Zettel so in die Kamera denn. Da gibt's Gut, geht so und Kevin Nitschmann. Na, das wäre doch was. Ich finde es halt faszinierend, dass immer um die gleiche Uhrzeit mein Internet total instabil ist. Wow. Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Haltestelle ist ja riesig. Was für eine Haltestelle? Sehr pünktlich. Danke. Na, Lungenentzündung ist bei mir halt, kommt leider auch schon sehr, sehr oft vor. Das ist halt schon so ein kleines Problem. Dadurch, dass natürlich meine Kinder halt das Ganze halt auch immer mit anschleppen, geht es natürlich sowieso noch ein bisschen schneller. Aber es war halt vor anderthalb Jahren, hatte ich bestimmt gut 2 Jahre mit meiner Gesundheit gekämpft, weil einfach gar nichts mehr, so Körper komplett weg. Ja. Der hat nur noch rumgesponnen, hat nämlich versucht mit Tabletten zu füttern, bis zum geht nicht mehr. Es war halt schon teilweise so schlimm gewesen, dass ich eigentlich wirklich ohne jeden Bock bis jetzt hier jeden Tag eigentlich nur darauf gewartet, dass ich einfach nur noch tot umfalle. Alles war schon hart gewesen. Aber nun gut, es ist vorbei. Wollen wir mal jetzt hier nicht die schlechten Zeiten wieder hervorholen, ne? Wir haben damit unsere erste Fahrt hier abgeschlossen. Sehr schön. So, wir haben zumindest... Achso, ja klar, wir haben ja keinen Fahrer, den wir aufgesetzt haben. Würde ich sagen, machen wir nächste Folge hier weiter an der Stelle. Also unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen wollt. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und sonst bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart. Freue mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Verabschiede mich, bedanke mich. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!